Aus der Luft wird das Ausmaß der Katastrophe in Istanbul deutlich. Die schwersten Regenfälle seit 80 Jahren haben innerhalb von 2 Tagen weite Teile der türkischen Metropole überschwemmt. Vor allem der Westen der Stadt ist betroffen. Das Abwassersystem hier kann die Fluten nicht fassen. Mit Militärhubschraubern sind die Rettungskräfte im Einsatz und versuchen Menschen zu bergen, die von den Wassermassen eingeschlossen sind. Manche sitzen am Mittwoch in ihren Autos fest und bangen um ihr Leben. Ein Freund von mir wurde in seinem Lastwagen eingeschlossen, als das Wasser so schnell anstieg. Der Wagen lief voll Wasser und konnte nicht mehr starten. Wir haben ihn mit einer Seilwinde herausgeholt. Nicht allen Menschen gelang es, sich aus den Fluten zu befreien. In einem Minibus ertranken 7 Frauen, die auf dem Weg zur Arbeit waren. Insgesamt sind durch die Überschwemmungen mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen, wie der Gouverneur von Istanbul, Muammer Güler, am Mittwoch bestätigen musste. 23 Bürger haben ihr Leben verloren und leider werden noch 8 Menschen vermisst. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anatolien berichtete, schätzt die Versicherungsgesellschaft AXA Sigorta den Schaden durch die Überschwemmungen auf bis zu 80 Millionen US-Dollar.